darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in der NRW-Arena in Hagen zur offiziellen Pressekonferenz nach der Begegnung Phoenix Hagen gegen die Phantoms aus Braunschweig. Das Spiel konnte Hagen dann doch letztendlich deutlich nach Hause fahren. Wir haben beide Trainer hier. Sebastian Machowski, dein Statement bitte zu diesem Spiel. Erstmal Glückwunsch an Inge und seine Mannschaft zu dem verdienten Sieg. Das Unmögliche ist heute eingetreten. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Und das darf uns natürlich nicht passieren. Wir waren nicht bereit, aber wir waren auf jeden Fall nicht wach genug in den ersten Minuten und sind einfach schlecht in dieses Spiel gestartet und haben uns nie richtig davon erholen können. Bei uns hat sich leider ein Fehler mit dem nächsten abgewechselt und von der ersten Minute an haben wir die Hagener zu leicht ihren Stil spielen lassen und am Ende konnten wir dann dieses Offensiv-Feuerwerk fast schon nicht mehr stoppen und haben keine Mittel und Wege gefunden, in das Spiel zurückzukämpfen. Man hat vielleicht auch gemerkt, dass die Hagener kein Spiel am Mittwoch hatten, so wie wir. Wir mussten auswärts antreten und uns haben heute so ein bisschen sicherlich die Beine gefehlt, aber auch der Kopf war nicht in jeder Situation da. Nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt in der kommenden Woche auf das Pokal Final Four in Bonn vorbereiten und ich bin mir sicher, dass wir am Samstag eine ganz andere Leistung und eine viel verbesserte Spielweise zeigen werden als heute. Danke. Herzlichen Dank, Sebastian. Sebastian hat das Stichwort gegeben, Offensivfeuerwerk. Dein Statement zum Spiel. Ich bin natürlich froh, dass wir hier die zwei Punkte endlich mal wiederholen konnten. Nach so einer langen Durststrecke, ganz, ganz wichtig für uns. Offensivfeuerwerk ist immer schön und gut, aber dazu braucht man auch eine gute Defense. Und wir haben in den ersten 5 Minuten angefangen, dass sie noch 0 Punkte hatten. Und darauf aufbauend lässt es sich dann auch leichter in der Offensive zu spielen. Natürlich, du hast das Selbstvertrauen, du triffst freie Würfe und das war natürlich ganz, ganz wichtig. Es war kompakt ein ganz gutes Spiel, die ersten 3 Viertel. Und im 4. Viertel haben wir dann viel ausgetauscht. Wir hatten auch sehr, sehr viele angeschlagene Spieler, die wir rausgenommen haben. Das war alles sehr, sehr gut und dass wir dann im Endeffekt mit 21 Punkten gewinnen, ist eine ganz starke Leistung gegen Playoff-Kandidaten. Und ich bin sehr froh, dass wir das zu diesem Zeitpunkt jetzt geschafft haben. Jetzt haben wir 2 schwere Auswärtsspiele und dann kommt Ludwigsburg zu Hause, unser nächstes Heimspiel, wo wir genauso weitermachen müssen wie heute. Super, danke. Fragen Ihrerseits an die beiden Trainer? Nix. Ja, Ingo, ich habe immer gehofft, dass Devin White jetzt als dritter Spielmacher der ist, der euch entscheidend weiterhilft. Heute hat er es, glaube ich, ganz gut bewiesen, dass er dazu in der Lage ist. Ja, es war ein gutes Spiel von ihm, gar keine Frage. Er hat das auch gut geleitet. Er hat nicht nur gut getroffen und gute Entscheidungen getroffen auf dem Feld, sondern er hat auch das Team um sich geschart und man konnte da sehr, sehr gute Ansätze sehen. Auch da ist noch Potenzial. Er ist noch nicht so lange da, war jetzt auch natürlich im Bonn-Spiel umgeknickt, hat wenig trainiert, aber er hat natürlich nicht nur von den Stats gut gespielt, sondern hat die Mannschaft auch ganz gut geführt. Und auch alle anderen Spieler, ich will jetzt nicht nur Devin rausheben, haben heute gut gespielt. Also war eine gute Teamleistung. Kannst du zu einem Zeitpunkt sagen, ihr habt so in den letzten Spielen häufiger mal auch einen kleinen oder auch größeren Vorsprung verspielt, dass das heute noch schief gehen könnte, nachdem ihr dann doch schon immer mit 30 vorne wart? Das habe ich auch in den anderen Spielen nie gedacht. Da ist es so leider gekommen, aber heute habe ich es auch nicht gedacht. Wenn du so stark anfängst und das durchziehen kannst, dann habe ich in die Mannschaft natürlich Vertrauen, wie in den anderen Spielen auch. Jetzt muss man analysieren, wie in den anderen Spielen auch, warum wir diesmal so gut dann über 40 Minuten gespielt haben. Weitere Fragen? Ich sehe das. Doch, bitteschön. Ingo, trotzdem der Start ins Spiel ist mir sehr aufgefallen. Es haben auch Spieler viel Energie gegeben, wo ich das in der Form nicht immer so sehe. Was Jordan Heske zum Beispiel in der Anfangsphase geleistet hat, wie er gleich präsent war. Was habt ihr gemacht unter der Woche, dass das
so auffällig gut war. Das ist von vielen Faktoren abhängig, wie man ins Spiel reinkommt. Wie ist die erste Situation? Wie spiele ich gerade auf der Weak Side? Werde ich von meinem Gegenspieler überlaufen oder nicht? Das sind kleine Faktoren, die die meisten gar nicht sehen, die aber sehr, sehr gut für Selbstvertrauen sind. Dann hole ich vielleicht mal einen Offensiv-Rebound oder einen Defensiv. Das hilft schon. Und wenn du dann so hoch führst, dann haben natürlich alle Spieler das Selbstvertrauen, nicht nur Jordan, auch alle anderen auf dem Feld. Ja, ich sehe jetzt im Augenblick keine weiteren Fragen. Dann danke ich für die Teilnahme an der Pressekonferenz hier in der Via-Arena am heutigen Tag mit der Begegnung für Phoenix Hagen gegen Phantoms aus Braunschweig. Ich wünsche auch mit euch eine schöne Heimfahrt und glückliches Weitersehen.